Steuerrecht für Mediziner. Wir haben jemanden, der fängt nach dem Abitur an, Medizin zu studieren, will irgendwann Arzt werden und irgendwann vielleicht eine eigene Praxis oder ein MVZ aufmachen. Und der hat natürlich ab dem Abitur ganz viele steuerliche Fragen. Ich habe heute einen Interviewgast. Ja, Felix Bernd. Felix Bernd ist Mediziner, seit einem Jahr fertig mit dem Studium und ja, nebenbei noch erfolgreicher TikToker mit über 500.000 Abonnenten. Wahnsinnig erfolgreich als Doc Felix. Ja, und der wird mir die ein oder andere Frage zum Steuerrecht für Mediziner heute hier in Köln stellen. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften, aber Mediziner sind meistens als Einzelunternehmer aktiv und das werden wir heute mal besprechen. Felix, du bist junger Mediziner, seit einem Jahr fertig mit dem Medizinstudium, bist unglaublich erfolgreich bei TikTok mit über 500.000 Abonnenten. Coole Sache, Instagram läuft auch richtig, richtig gut. Erzähl doch mal, wie du mit dem Medizinstudium begonnen hast und dir dann zur Philosophie gemacht hast, Medizin und Ernährung der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, die Informationen und allen weiterzuhelfen. Ja, es geht im Prinzip ging es so ein bisschen darum, dass ich das Gesundheitssystem immer so ein bisschen falsch eingeschätzt habe oder gesehen habe. Es geht ja im Prinzip immer darum, dass die Leute erst krank sein müssen, bevor die zum Arzt kommen. Ja. Ja. Ich dachte, das kann doch irgendwie nicht sein, dass erst die Patienten kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ja. Und dann kommen die halt mit Krankheiten, die man halt auch zum Beispiel mit Ernährung oder mit präventiven Ansätzen, mit Sport und so weiter heilen könnte. Und ich dachte halt, hey, vielleicht kann ich die Leute inspirieren, dass sie vielleicht gar nicht mehr krank werden. Ja. So, das war die Idee. Und also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir so Influencer angeguckt. Ja. Ist ja mittlerweile schon ein Schimpfwort, fast Influencer. Ja. Deshalb höre ich lieber Content Creator. Ja. Obwohl, eigentlich, du wärst jetzt ja auch ein Influencer, oder? Es wird langsam mit 60.000 Abonnenten bei YouTube. Herzlichen Glückwunsch, ich bin einer davon. Ja. Okay, cool. Liebe Steuern. Und ich habe mir im Prinzip angeguckt, hey, was machen Influencer? Ja. Und wie machen die das? Und ich dachte, was heißt Influencen überhaupt? Das heißt eigentlich nur beeinflussen. Ja. Und letztendlich geht es ja denen häufig darum, jemanden zu beeinflussen, jetzt ein Produkt zu kaufen, zu verkaufen. Und trotzdem weiß ich noch, wie es war, als ich Patienten dann versucht habe, in meinem Studium irgendwie zu sagen, hey, sie müssen jetzt vielleicht das und das nicht nehmen, sondern sie können sich ein bisschen besser ernähren und ein bisschen mehr Sport machen und so weiter. Und das war scheiße frustrierend, weil die Patienten machen das halt nicht. Ja. Ja? Aber wenn die dann auf Instagram ein Deadlift Soest, hier ein Make You Sexy oder Sophia Thiel sehen, dann können die das auf einmal. Ja. Ich sehe, ey, ich studiere jetzt scheiß 6 Jahre Medizin, kann die steuerlich nicht abschreiben, ne? und weil ich sie direkt studiert habe und ohne Ausbildung. Ja. Ne? Und dann bin ich großer Arzt, aber niemand findet mich so toll wie ein Deadlift Soest oder macht das, was ich sage. Ja. Hey, können wir nicht einfach die Instrumente eines Influencers nehmen und da vielleicht meine Vorstellung von Medizin einbinden, so, und dass ich die Leute so ein bisschen Medizin erkläre, ein bisschen Ernährung und so weiter. Und das war im Prinzip der Anfang. Und also gar nicht so businessaffin, wie wir jetzt hoffentlich reden, sondern halt sehr, sehr medizinorientiert und so ein bisschen neu und halt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Und dein Ziel war es dann, erstmal auch ganz normal Arzt zu werden, im Krankenhaus tätig zu sein, vielleicht irgendwann Facharzt zu machen, vielleicht irgendeine Praxis aufzumachen. So bist du ursprünglich mal nach dem Abitur da in die Materie reingegangen. Ich glaube ja, aber es hat sich schon vieles sehr früh auch kristallisiert. Ich glaube, weil ich es gerne selber irgendwie trainiert habe. So in der Kindheit wurde ich immer, also war ich sehr unsportlich, wurde so ein kleines bisschen gemobbt. Siehst du gar nicht mehr für aus, Ja, danke schön, du auch nicht. Und irgendwann hat mir das dann Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich habe gemerkt, wie einfach das geht. Also man denkt immer, es sei ein Hexenwerk, sich gesund zu ernähren oder man müsste sich krass irgendwie einschränken und ich habe es nicht verstanden, weil ich denke, so wie ich lebe, lebe ich wahrscheinlich genussvoller als die meisten Menschen. Ja. Also wenn du mal irgendwie, ich weiß nicht, Ananas, Mango und Blaubeeren neben einen Curry King stellst, dann würden die meisten wahrscheinlich eher zu dem Ananaszeug greifen. Ja. Und ich dachte, das muss ich den Leuten irgendwie einfach vermitteln und auf eine coole Art und Weise, die jetzt nicht ist wie Mama, ist Gemüse, sondern hey, vielleicht kann man es auch irgendwie cooler machen. Ja, okay, und so bist du, dann hast du mit TikTok angefangen und danach kam Instagram. Nee, umgekehrt. Umgekehrt. Also, als erstes Insta. Ja. Also eigentlich wollte ich immer YouTube machen, was du jetzt machst. Ja. Ja? Ich habe mich aber nie getraut. Ja. Weil, weißt du, Video, man muss sprechen, Ton und so weiter. Ich dachte, Insta hat ja jeder. Ja, und dann wäre es irgendwie sinnvoller. Und meine Freunde würden sich nicht so über mich lustig machen, wenn ich mit Insta anfange. Ja. Ja?
Und ja, aber das hat nicht funktioniert. Ja, also habe ich mich natürlich trotzdem gehatet und so weiter. Aber dann, ich glaube, 1,5 Jahre später oder so, habe ich mich dann getraut, YouTube zu machen. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Einfach weil für YouTube ist ja schon voll entwickelt. Da brauchst du ja im Prinzip Kameramann, Cutter und so weiter. Ich hatte keine Kohle. Die Eintrittsbarriere ist höher. Mhm. Mega, ja. Mhm. Ich hatte keine Kohle. Ich habe das damals nur mit meinem besten Freund alles zusammen gemacht. Ja. Für Insta ist das total okay. Für YouTube hat das einfach so nicht funktioniert. Dann kam noch Corona. Ja. Und ich habe damals TikTok angefangen, aber nur zu dem Zweck, damit der YouTube-Kanal funktioniert. Ja. Weil TikTok hat so eine ganz geile Funktion, dass man direkt über den TikTok-Button auf den YouTube-Kanal kommt. Mhm. Also so ein bisschen Promo für YouTube. Mhm. Das war eigentlich das Ziel. Mhm. Dass jetzt der erfolgreichste Kanal der TikTok-Kanal wird, das war nur ein Zufall. Okay. Ja? Okay, spannend. Und dann hast du, lass mal über die steuerlichen Seiten reden, mit 19 angefangen, dann bist du wahrscheinlich von zu Hause ausgezogen, hattest Kosten, hast auf Staatsexamen studiert, hast das ein oder andere auch geschrieben. Ja. Und welche Fragen sind dir steuerlich durch den Kopf gegangen? Weil du bist ja einer der Mediziner, die sich so viel um Steuern Gedanken machen und auch Steuerrecht so gerne haben, wie kein anderer. Ja? Ich liebe Steuern so. Also es ist natürlich auch toll mit den Patienten und so weiter, aber manchmal denke ich mir so, Steuerberatung wäre das. Und so. Okay. Wie bin ich zu Steuern gekommen, weiß ich gar nicht mehr. Fragen wären jetzt im Prinzip von mir persönlich tatsächlich nur ein paar, sonst hätte ich ja diese andere Gedanke, aber fangen wir erstmal bei mir an. Ich war ganz viel im Ausland. Ja. Ja, und natürlich immer mit dem Vorwand, ein Gesundheitssystem in einem anderen Land, zum Beispiel Bali, kennenzulernen. Gibt auch andere Vorteile, wenn man nach Bali fliegt, aber das war so die Idee. Und ich war, glaube ich, in Uruguay, auf Bali und auf Malta. Ja. Ja, teurer Flug, Aufenthalt kostet eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Ja. Aber könnte man nicht auch das irgendwie steuern? Okay, wir unterscheiden. Du fängst an zu studieren, dann ist deine erste, nach dem Abitur, deine erste Ausbildung, also Studium zählt Steuern als Ausbildung, dann sind es Sonderausgaben. Das heißt, du kannst bis zu 6.000 Euro der Kosten in dem Jahr, wo du die Kosten hast, abziehen. Das ist das Blöde beim Erststudium, einer Erstausbildung. Weil du in dem Jahr vielleicht Kosten hast, aber ja keine Einnahmen hast. Und wenn du es in dem Jahr nicht verrechnest, kannst du es leider nicht mehr in den nächsten Jahren verrechnen. Cooler ist, wenn du vorher eine Ausbildung gemacht hast im Medizinbereich und dann das Studium mit 22 oder 23 anfängst, weil dann ist es ja quasi die Fortbildung. Dann kannst du also Werbungskosten abziehen im gleichen Jahr oder auch vortragen, beliebig lange. Eben, genau. Ich habe nämlich so ein Video von dir nämlich gesehen, wo du genau das beschrieben hast. Und ich habe ganz viele Kollegen, die sind jetzt nicht diesen normalen direkt nach dem Abi gegangen, sondern die haben halt vorher eine Ausbildung gemacht. Ja. Die sind nur am Rumjammern, weil die halt, ich sag jetzt mal, noch zusätzlich zum Studium ganz viel arbeiten müssen und trotzdem Steuern zahlen und so. Und du hast halt so ein Video gemacht, wo man, also letztendlich ist ja das Problem beim langen Studium, du verdienst wenig Kohle, dann bist du fertig und bist sofort irgendwie bei dem Steuersatz von 42% und das ist scheiße. Ja. Und dann habe ich so ein Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, hey, ja, aber wenn man eine Ausbildung gemacht, kann man es als Fortbildung und so weiter und startet irgendwie mit minus 200.000 oder so. Ja, genau so ist es. Aber dafür musst du halt vorher die Ausbildung gemacht haben, damit das Studium quasi als Fortbildung, also als Ergänzung aus steuerlicher Sicht gilt. Und dann kannst du jedes Jahr die Kosten in dem Jahr, die du hast, kannst du mit Einnahmen verrechnen. Aber wenn du keine Einnahmen hast, hast du Kosten, hast Minus. Ein Jahr später baust du Minus dran, ein Jahr später baust du Minus dran. Und dann hast du halt einen riesen Verlust in dem Augenblick, wo du erstmal anfängst, Geld zu verdienen. Und dann zahlst du die ersten Jahre eventuell erstmal gar keine Steuern. Hast du da so eine Zahl? Also das hängt von den Kosten ab. Also wenn du zu Hause deinen Hauptwohnsitz hast und einen eingerichteten Bereich hast, dann hast du vielleicht in deinem Studentenort einen Zweitwohnsitz. Das sind natürlich immer die größten Kosten. Du kannst direkt alle WG-Kosten oder Apartmentkosten abziehen. Dann hast du vielleicht Studiengebühren, dann hast du die ganzen Bücher. Dann hast du vielleicht nochmal separate Fortbildungsveranstalter, die dich auf Examen vorbereiten. Bücher sind ultra, also das denkt man gar nicht. Die kosten irgendwie bei 20 Euro oder so, sondern die kosten teilweise irgendwie 70 Euro. Ja. Das gleiche Buch, was es schon vor 30 Jahren gab, der andere, aber kostet unglaublich teuer tatsächlich. Ja. Und Quittung aufbewahren bitte, alle summieren. Und dann hast du diese ganzen Quittungen und die summierst du. Du musst in dem Jahr nicht unbedingt eine Steuererklärung machen, du hast 4 Jahre lang für Zeit. Also wenn du zu faul bist, warte einfach vom Jahr 2020 bis Jahr 2024 und machst dann rückwirkend 2021, 2022, 2023. Wenn wir jetzt geklärt haben, den Weg der Sonderausgaben, wenn du die erste Ausbildung machst oder wenn es eine Fortbildung ist, weil du schon eine richtige Ausbildung vorher gemacht hast und dann ins Studium gehst, sind es Werbungskosten. Hast du diese ganzen Werbungskosten, kannst du die anhäufen, mit dem ersten Gehalt verrechnen. Wenn du den Weg der Sonderausgaben gehst, gehen ja ganz viele hin und sagen, ach, jetzt haben wir hier August, September, mache ich dann nochmal 3 Monate Weltreise, schön zum 1. Januar des Folgejahres, vermutlich ist bei Medizinern genauso, fange ich dann an zu arbeiten. Jetzt kannst du aber hingehen und du würdest vielleicht zum 1. November anfangen arbeiten, dann hättest du in dem Jahr 2 Gehälter und dann wird dein Arbeitgeber auf diese beiden Gehälter Lohnsteuer einbehalten. Und jetzt kannst du hingehen und kannst dir eine Jahressteuererklärung machen, bist du gar nicht verpflichtet zu, aber natürlich machst du freiwillig eine und sagst,
Ich habe, ich sag mal, 5.000 verdient, sind 10.000 Euro. Dafür wurde von 5.000 der Steuersatz pro Monat einbehalten, aber 10.000 aufs Jahr ist meine Steuer ja null. Und bekommst für die 2 Monate die komplette Steuer wieder für den Januar, für den November und Dezember. Also in der Mitte des Jahres anfangen. Oder in der Mitte des Jahres anfangen. Okay. Gut, dann hättest du, wenn du 5.000, dann hast du 30.000, aber dann ist der Steuersatz halt, der Arbeitgeber rechnet dann auf 60.000, weil er denkt, aufs Jahr gesehen sind 60.000 Bruttogehalt, ja. Zieht die Lohnsteuer dafür ein, führt die ans Finanzamt ab. Du denkst, okay, ist in Ordnung, ja. Aber wenn du die Steuererklärung abgibst, wird das von 60, wenn die 30.000 halt nicht wie 60.000 besteuert, sondern wie 30.000. Und das ist nochmal weniger als die Hälfte, weil der Steuersatz bei den niedrigen Einkünften halt auch extrem gering ist. Also immer unterjährig anfangen zu arbeiten. Okay, ja? gute Information. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du es mir beantwortet hast. Ja? Was ist denn jetzt, wenn ich sage, ich habe ja, Mediziner haben ja lange Semesterferien, ja. Ne, wie ich das hatte. Ich will jetzt 2 Monate, also insgesamt muss man 4 Monate während des Studiums im Krankenhaus arbeiten. Ja. Ja, beziehungsweise sogar mit Pflegepraktikum 7. Ja. 7, glaube ich, ja. Und jetzt ist ja die Frage, so habe ich es gedacht, ich dachte, hey, komm, mache ich die in Deutschland? Da werde ich die ganze Zeit angeschrien, lerne nichts und bin eine billige Arbeitskraft. Oder mache ich die in Uruguay? Ja, okay. Ja. Und jetzt frage ich mich, ja, genau, kann ich den Flug, der damals ultra teuer war, weil ich den, also ich habe das dann so, ja gut. Ja, das, da sind wir abgedriftet. Ja. Ne? Wenn du im Bereich der Sonderausgaben bist, kannst du bis zu 6.000 Euro abziehen in dem Jahr. Und wenn du keine Einnahmen hast und dein Flug kostet 5.000 Euro, bringt das dir in dem Jahr nichts. So. Wenn du im Bereich der Sonderausgaben bist, ist das mit Büchern und einer zweiten Wohnstätte und so, ist das eine Kosten, die kannst du abziehen und vortragen ins nächste Jahr. Wenn das während des Studiums ist. Okay. So, aber du bist ja in Bali aus Fortbildungszwecken und du dokumentierst das, dass du jeden Tag im Krankenhaus bist. Dann ist das in Ordnung. Wenn das ein Vorwand ist, dass wenn du die ganze Zeit am Strand liegst, dann wäre das Steuerhinterziehung. Okay. Also, okay, wirklich? Dafür sind die Leute ins Gefängnis gekommen. Ja? Also du kannst natürlich auch splitten. Du kannst sagen, ich war 3 Tage, habe mir vor Ort die Medizin angeguckt, dann war ich noch 7 Tage am Strand. Da kannst du 30% abziehen. Also wichtig ist, dass es über 10% ist. Okay. Ne? Und wenn du 70% privat, 30% geschäftlich da bist, ziehst du halt von Flugkosten, von Unterkunft und allem drum und dran 30% der Kosten ab. Das kannst du machen. Das geht aber erst im nächsten Jahr. Also wenn ich jetzt bei mir, ich habe zum Beispiel im Studium sehr, sehr wenig verdient. Ja. So, aber ich kann es ja jetzt nicht mehr abziehen, oder? Ja, du kannst die Steuererklärung immer noch 4 Jahre rückwirkend machen. Also wenn du heute im Jahr 2021 sagst, du warst während des Studiums 2018 auf Bali, kannst du natürlich rückwirkend für 2018 eine Steuererklärung machen. Aber im Bereich der Sonderausgaben kannst du das mit Einnahmen in 2018 verrechnen. Okay, aber nicht mehr mit Einnahmen in 2021. Richtig. Es sei denn, du warst damals im Bereich der Werbungskosten. Okay. Und dann kannst du alle Kosten addieren und Verluste, die du dann hast, in den letzten Jahren vortragen. Spannend. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum von unseren Berufsgruppen, Medizinern, Rechtsanwälten, Notare, Wirtschaftsprüfer, häufig auch Fortbildungsveranstaltungen jährlich auf Mallorca stattfinden. sind natürlich voll als Werbungskosten oder Betriebsausgaben, ob man angestellt oder selbstständig, kann man immer abziehen. Ne? Komplett abzugsfähig, dann fährst du halt hin. Und wenn du dann 5 Tage Seminar hast und bist aber 7 Tage da, musst du wieder 5/7 abziehen. Und 2/7, ne? Samstag, Sonntag bist du privat da am Strand, kannst du nicht abziehen. Wird das denn praktisch wirklich so gemacht? Weil du hast gesagt, eine Steuerhinterziehung, da denke ich sofort, ich komme in den Knast? Oder, Also du wirst für die 500 Euro nicht in den Knast kommen, das ist keine schwere Steuerhinterziehung, aber du willst dieses Verfahren eben nicht haben. Also kein Mensch will, also die werden seit 2 Jahren sind die sehr empfindlich, dass wenn du was Falsches in der Steuererklärung angibst, muss der Veranlagungsbeamte das weitergeben und dann kommt ein Schreiben bei dir an von der Steuerfahndungsstelle, wo drauf steht, lieber Felix, da wurde jetzt ein Verfahren eröffnet, weil 500 Euro Kosten, gehen wir von aus, die sind privat und sie haben versucht, die abzuziehen. Und dann geht die Diskussion los und du kannst nicht mehr ruhig schlafen. Das ist ungünstig. Kommt wirklich dann so ein Verfahren bei 500 Euro wegen 2 Tagen drüber? Das habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja, gut. Also das Verfahren, was ich letzte Woche auf dem Tisch hatte, das waren 22.000 Euro Steuerhinterziehung. Ja, nicht Bemessungsgrundlage. 22, da kämpfen wir gerade. Das war auch völlig zu Unrecht. Bekommen wir auch weg. Ja, dauert noch 3 Wochen, ist das erledigt. Aber für 500 Euro, weiß ich nicht. Aber trotzdem hinterziehen wir keine Steuern. Okay, selbstverständlich. Okay, gut. Dann ist ja die Frage, also das ist ja im Prinzip auch eine wichtige Information für die Leute, die eine Ausbildung gerade gemacht haben, dass sie, wenn sie dieses lange Studium trotzdem machen, dass sie dann mit einem riesen Verlust anfangen. Ja. Ja. Und dann im Prinzip sofort netto verdienen. Ja. So. Ja, so ist es. Das ist ja einfach mega. Ja, ne? Weil immer 4 Jahre beachten. Nicht nach 7 Jahren Steuererklärung rückwirkend machen, weil es geht nur 4 Jahre rückwirkend. Okay. Ja, muss man zwischendurch mal ansetzen. Das wäre eigentlich so eine geniale Nische nochmal, Steuerberater für Mediziner. Medizin. Also, ne? Weil 20% aller Medizinstudenten kommen über die Wartezeitquote rein. Ich glaube, jetzt seit einem Jahr ist es anders. Ja.
Aber das bedeutet, weil was machen die Leute, während sie warten? Immer Ausbildung. Ja. Das bedeutet, dass 20% aller abgeschlossenen Ärzte wahrscheinlich darunter fielen. Ja. Das bedeutet, das Video ist wirklich sehr interessant für mindestens 20% aller abgeschlossenen Mediziner. Ja, und die gehen dann hin, machen in Bali ihre, frischen ihr Wissen auf, wirklich nicht am Strand, sondern im Krankenhaus und haben dann die Kosten auch noch, die sie weiter mit vortragen und im ersten Jahr dann keine Steuern zahlen. Spannend. Mega. Ja, cool. Okay, wir fangen weiter. Ne? Du fängst dann an, als Mediziner an zu arbeiten, bist du erstmal angestellt. Wenn du angestellt bist und Single bist, hast du keine Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben. Ich habe ja gerade gesagt, wenn du im November anfängst, gibst du freiwillig eine an, ne? Damit die komplette Lohnsteuer von den beiden Monaten wiederbekommst. Und dann bekommst du im nächsten Jahr wieder einen Brief, wo drin steht, ah, du hast letztes Jahr eine Steuererklärung abgegeben, gib doch bitte wieder in dem Jahr jetzt eine ab. Dann bist du gar nicht so verpflichtet. Du bist Single, du bist nicht verheiratet, du hast keine Vermietungshäuser, du hast auch keinen Zweitjob, du bist einfach nur angestellt im Krankenhaus, sammelst deine praktische Zeit für den Facharzt, keine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung. Nächstes Jahr genau das Gleiche und so weiter. Und irgendwann hast du vielleicht einen Zweitjob oder eine Nebentätigkeit. Ist, glaube ich, auch gerade ganz spannend zu Corona-Zeiten. Eben. Wie sieht das aus bei euch Medizin aktuell? Ja, total spannend. total spannend. Und ich liebe ja Steuern, ja, das weiß er jetzt. Ja. Und was spannend ist, egal, ob man jetzt ganz viel in der Medizin verdient, wie ein Chefarzt oder eher ein bisschen weniger, dass jetzt für alle sind diese Impfzentren spannend. Ja. Also Impfzentrum oder Testzentrum oder mobiles Impfen, weil da sind die Leute nicht, ich glaube, meistens nicht festangestellt. Das ist natürlich eher, wie es bei den Ärzten ist. Und die haben halt einen Honorarvertrag. Ja. Und die MFAs und so weiter, die haben auch, ich weiß nicht, ob es Honorarvertrag heißt, allerdings kriegen die, lange Rede, kurzer Sinn, alles erstmal brutto. Ja. Sind teilweise noch nebenbei angestellt. Ja. Das wäre dann Steuerklasse 6, oder? Wenn die dann Moment, also sie können ja im Krankenhaus hauptberuflich angestellt werden, wenn sie Single sind, Steuerklasse 1. Ja. Und haben dann eine gewerbliche oder eine selbstständige Tätigkeit für das Impfzentrum. Genau. Ja. Wäre es dann die Steuerklasse 6 dann in dem Fall? Nee, das ist, der Steuerklassen redest du nur davon, wenn du angestellt bist. Okay. Und wenn du selbstständig bist oder gewerblich bist. Also wir Steuerrechtler sagen, selbstständig sind die Freiberufler. Ärzte sind Freiberufler. Okay. Und Gewerbebetreibender sind Autohändler, Bauarbeiter. Okay. Und wenn du Wissen verkaufst, bist du Freiberufler, das nennen wir Selbstständigkeit. Das andere nennen wir gewerblich. Gut. Spannend ist ja jetzt, dass wir dass wir viele Berufsgruppen haben, die alles immer netto kriegen. Ja. Wie ist ja wie Taschengeld. Ja. Und alles ausgeben können. Und allenfalls kriegen die ja eher Geld zurück. Ja. Jetzt ist es aber so, dass diese Berufsgruppe, und ob die jetzt wenig oder viel Geld verdienen, ist ja vollkommen egal, haben jetzt auf einmal ultra viel Kohle und man verdient wirklich sehr gut. Egal, ob man Arzt ist oder was anderes macht in den Impfzentren, verdient man halt sehr, sehr gut. Und brutto sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Ja. Jetzt haben wir diese Riesengruppe an Leuten, die jetzt daran gewohnt ist, Gehalt wie Taschengeld auszugeben. Ja, netto. Und jetzt denke ich mir, am Ende des Jahres oder in einem Jahr werden die sich alle umschauen, weil die vielleicht 20.000 Euro einfach zurückzahlen müssen. Ja, also wenn du angestellt, generell jeder in Deutschland hat 9.000, mittlerweile fast 10.000 Euro steuerfrei. Und danach steigt der Steuersatz immer mehr an. Das heißt, die Person, die angestellt ist, sagt der Arbeitgeber automatisch, 10.000 sind steuerfrei. Was verdienst du? 50.000. Dann müssen wir ab dem 11.000, ne, ab 10.001 bis, müssen wir einen Steuersatz ausrechnen. Und diese niedrigen Steuersätze hat der Arbeitgeber schon verrechnet. Wenn du jetzt woanders im Impfzentrum noch Geld on top bekommst, als Arzt, selbstständig, dann kommt das auf den hohen Steuersatz on top. Und hier bist du halt ab 60.000 Euro bist du in dem Spitzensteuersatz von 42%. Das heißt, wenn da 10.000 Euro on top kommen, musst du 4.200 ans Finanzamt abführen. Plus Solidaritätszuschlag, eventuell plus Kirchensteuer. So, das heißt, leg die Hälfte davon beiseite und das Finanzamt wird das Geld irgendwann haben wollen. Du bist auch jetzt verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Umsatzsteuer in der Regel nicht, weil du bist ja als Arzt tätig und heilberuflich tätig. Und wenn du Heilberufe erbringst, also heilberuflich tätig bist, ist das ohne Umsatzsteuer. Würdest du eine Schönheitsoperation machen als Arzt? Das wäre kein Heilberuf, das wäre umsatzsteuerpflichtig übrigens, aber das ist Heilberuf. Könnte man ja spannend diskutieren, inwieweit eine Indikation bei einer OP, zum Beispiel Brust-OP, könnte man ja auch rekonstruktiv nach einem Karzinom oder so weiter machen. Ja. Dann wäre es ja wahrscheinlich heilberuflich, auch wenn es die Ästhetik wäre. Ne? Wenn das Nebenbaustelle wäre. Genau. Ja, eine Nebenleistung wäre. Okay. Ja. Denke ich jetzt natürlich gerade an steuerlich. Okay. Nee, aber die Tätigkeit im Impfzentrum, die gerade ganz viele machen, die ist, da musst du die Hälfte für beiseite legen. Ey, und das wäre wirklich, also das ist ein ganz heißer Tipp, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass das die Leute machen, weil man muss sich das vorstellen, das sind ja Menschen, die jetzt nicht wirtschaftlich mal gedacht haben, ich mache ein Unternehmen jetzt und sich damit beschäftigt haben, sondern die denken, scheiße, auf einmal habe ich 20.000 Euro auf meinem Konto, hatte ich vor 3 Monaten nicht. Ja. Jetzt wäre die Frage,
Wann kommt denn das Finanzamt und sagt, jetzt wollen wir das? Ist das ein Jahr später? Ich meine, irgendwie. Genau. Also, wenn du es im Jahr 2021 machst, die Tätigkeit, musst du im Jahr 2022 die Steuererklärung abgeben. Und dann will natürlich das Finanzamt auch unmittelbar danach das Geld haben. Also, du musst eine Steuererklärung abgeben, bist verpflichtet dazu. Ein paar Wochen, Monate später kommt der Steuerbescheid und da steht drauf, bitte zahlen Sie innerhalb von einem Monat. Ja? Also, 22. Genau. Und in welchem Monat? Januar oder Dezember? Oder? Jetzt wegen Corona haben wir die Verlängerung. Jetzt kannst du die 2021er Erklärung bis Ende Oktober abgeben. Ich hab gelernt von meinem Steuerberater, dass, bist du hoffentlich auch mein zweiter Steuerberater, ja. Habe ich gelernt, dass wenn man einen Steuerberater hat, dann hat man irgendwie ein Jahr länger Zeit oder so. Das ist doch voll ungerecht. Nein, weil der Steuerberater kann doch nicht alle Steuererklärungen, also früher war es dann halt der 31. Mai ursprünglich mal, der kann ja nicht für alle seine Klienten bis zum 31. Mai die Steuererklärung machen. Der hat eine Verlängerung in der Regel bis zum Jahresende, also komplett 12 Monate, und in manchen Fällen sogar bis Ende Februar für eine gewisse Auswahl für Mandanten. Natürlich, wenn du dann zum Steuerberater gehst und der meldet das beim Finanzamt, dass du sein Klient bist, dann gibt es die Verlängerung. Okay. Aber dann komm bitte nicht im Dezember, weil dann wird es auch bei dem wieder eng. Okay, gut. Jetzt noch eine praktische Frage. Wir haben ja diesen Steuerprogressionssatz bis 42%. Jetzt ist es natürlich so, die Ärzte, die werden da wahrscheinlich alle drüber sein. Ja. Aber die anderen im Impfzentrum wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden die vielleicht mit 30% besteuert oder vielleicht noch weniger. Das heißt, die werden jetzt, also aus zwei Perspektiven kriegen die ja was ab, weil erstmal geht der Steuersatz ja hoch bei dem, was sie versteuern müssen. Ja. Und sie müssen alles danach zurückzahlen. Also, verstehst du? Die haben beide Male, glaube ich, deutlich weniger Geld, als sie vorher hatten. Also, weil sie weniger bekommen. Genau. Ja, aber die haben dann ja dann nicht 42%, die sie beiseite legen, sondern die haben halt nur 30%, die sie von den 10.000 beiseite legen müssen. Okay. Ja. Gut. Ich hoffe sehr, dass sie sich das auch beiseite legen, wie man das halt immer macht. Das hoffe ich auch. Es gibt tatsächlich ganz tolle Konten. Ich habe zum Beispiel eins, da kann man das direkt eintippen, seinen Steuersatz, und der berechnet das dann aus. Man hat dann so ein Konto und da steht dann deins drüber. Ja, das hast du dann im Prinzip wie Taschengeld. Und dann die Rücklagen für die Steuer, die automatisch gebildet werden. Also bei einem Kreditinstitut. Bei dem Kreditinstitut. Coole Sache, noch nicht gehört. Das ist ultra geil tatsächlich, weil davor war ich bei einer deutschen Bank mit dem Slogan, wenn es um Geld geht. Ja. Ja, und da musst du ja wirklich 50% weglegen. Was ist dann, wenn du dann eine Investition machst, du brauchst eine neue Kamera, irgendwie musst du wieder eine kaufen, fast 5.000 Euro, ja, und ohne Objektiv, das ist unglaublich, ja. Und das wird ja nicht berechnet, wenn du einfach nur immer 50% weglegst. Ja. Das ist doch scheiße. So. Ja. Und deswegen ist es doch so simpel, wenn das Kreditinstitut oder die Bank das einfach schon drin hätte, dass sie sagt, hey, du hast einen Steuersatz von 42%, das ist für die Steuer, das ist für die Umsatzsteuer, die sind im dritten Ding. Und im einen Ding ist halt das Geld, mit dem du halt dann Sachen kaufen kannst. Ja, genau so. Super Modell. Okay, gut. Wir gehen weiter. Ne? Man ist angestellt, man sammelt seine Berufspraxis für einen Facharzt. Und was macht die Mediziner denn dann? Influencer werden. Ja, zum Beispiel. Ich wollte noch auf eine Sache hinaus. Ja. Du bist ja schon so schnell. Ich bin schon im Steuermodell. Ja, genau. Wenn das okay ist. Ja. Und zwar, jetzt haben wir ja die Geschichte im Zentrum. Wir haben jetzt eine Dame zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist politisch korrekt. Ja, ich glaube, wir können das so machen. Wir haben jetzt eine Dame. Die hat davor ungefähr gleich viel verdient wie ihr Ehemann. Ja. Und man kann sich ja, wenn man Ehegattensplitting, kann man ja irgendwie in der gleichen Steuerklasse 4 ist das, glaube ich. Also die Steuerklassen, da wird immer, wenn alle heiraten, machen die ein Riesenthema darum und fangen an zu googeln und Steuerberater zu fragen. Eigentlich ist es egal, weil du gibst am Jahresende dann in der Regel eine Steuererklärung ab und dann wird gerade gezogen. Hast du die Steuerklassen dumm verteilt und zahlst total viel Steuern? Und das wäre richtig gewesen, bekommst du am Jahresende das wieder. Wirklich? Ja. Okay. Hast du die Steuerklassen zu gut verteilt, was auch passieren kann, hast du nur so viel an Steuern gezahlt und das wäre richtig, musst du das nachzahlen. Ach. Also du kommst am Jahresende über die Abgabe der Steuererklärung immer auf den gleichen Wert, egal wie du die Steuerklassen unterjährig verteilt hast. So. Und welche Steuerklassen gibt es? Wenn du Single bist, Steuerklasse 1. Wenn du verheiratest, und wir beide würden heiraten, mittlerweile geht auch das, Steuerklasse 4 und 4, das ist eigentlich so wie 1 und 1, nur für Verheiratete. Wenn du mehr verdienst, geben wir dir die Dreierklasse, das heißt, du hast mehr vom Netto und ich habe quasi Steuerklasse 5 weniger vom Netto. Macht natürlich dann Sinn, wenn ich weniger verdiene, weil dann prozentual haben wir unterm Strich Netto mehr. Aber am Jahresende müssen wir vielleicht was nachzahlen, wenn wir die Steuerklassen so haben. Und dann müssen wir übrigens auch eine Steuererklärung abgeben. Wenn wir 4-4 haben, keine Pflicht. Wenn wir die Steuererklärung Steuerklasse 3 und 5 haben, führt das zur Pflicht der Abgabe einer Steuererklärung. Okay, gut. Aber du hast, glaube ich, meinen Gedanken verstanden. Ne? Also die Idee war, ich sage jetzt mal, beide verdienen 2.000 netto. Ja. Auf einmal verdient sie
13k brutto. Ja. Ja. 13k brutto und dann denke ich mir, okay, Steuerklassen, Ehegattensplitting, ne? Genau, also sie verdient ja die 10.000 mehr durch das Impfzentrum, wo sie selbstständig ist. Genau. Das heißt, für das Anstellungsverhältnis verdienen ja beide das Gleiche. Da kannst du als Ehegatten Steuerklasse 4 und 4 bleiben, weil auf die Selbstständigkeit gibt es ja keine Steuerklasse. Ach. Die Steuerklasse wird ja nur auf das Anstellungsverhältnis angesetzt. Ach. Ja, und da verdienen ja beide das Gleiche und da brauchst du nicht zu jonglieren. Am Jahresende schmeißt man aber beide Einkommen in den Topf, ihr hohes mit Selbstständigkeit zusammen, von ihm, von der Angestellten-Tätigkeit und schaut dann, was ist denn der Durchschnittssteuersatz von beiden für das doppelte Einkommen. Also für, ne, bei Ehegatten kann man den doppelten Steuersatz nehmen quasi. Was ist denn das Durchschnittseinkommen? Und wenn beide mehr als 60.000 verdienen, dann gibt es auch gar keinen großen Steuervorteil. Den Steuervorteil verdient es, wenn er oder wenn einer von beiden 120 verdient, der andere 0. Weil dann kann man den Steuersatz von anderen mitnutzen, okay, im Durchschnitt. Ja. Okay. Ja, also mein Gedanke ist dann hinfällig und ich sag jetzt mal, die machen alles richtig. Die müssen jetzt nicht irgendwie Steuerklassen wechseln. Nein, wenn einer selbstständig nebenbei ist, musst du nicht die Steuerklassen für das Anstellungsverhältnis ändern. Okay. Wenn das um Top kommt. Gut. Ja. Gut. Jetzt können wir weiter hier über MVZs reden und so weiter. Sag mal, okay. Also oder? Wenn du noch, welchen Weg gehen die Mediziner denn meistens? Die gehen erstmal in die Selbstständigkeit oder direkt ins MVZ? Also normalerweise würden Mediziner, glaube ich, also Mediziner sind ja meistens da und lassen sich anstellen. Ja. Und eigentlich ist... Das haben wir gerade. Ja, genau. Und das wäre jetzt die zweite Geschichte, sie lassen sich nieder in ihre eigene Praxis. Ja, als Einzelunternehmer in der Regel. Einzelunternehmer, okay. Ja. Obwohl Einzelunternehmer nicht selbstständig, doch selbstständig? Doch, das ist dann selbstständig. Gut. Also die Rechtsform ist Einzelunternehmer, das würde man juristisch so sagen, wir Steuerrechter sagen, okay, wenn du ein Einzelunternehmer bist, bist du steuerlich selbstständig. Okay, gut. Ja. Jetzt ganz simpel, ich habe natürlich deine Videos gesehen und du sagst immer, die GmbH ist die beste Steuerform für alles. Jetzt frage ich mich, selbst wenn du jetzt eine Gemeinschaftspraxis hast, jetzt noch kein großes MVZ, darüber kommen wir hoffentlich gleich noch sprechen, aber du hast jetzt eine klassische Gemeinschaftspraxis, Hausarzt, Zahnarzt oder Hautarzt oder so, drei Ärzte zusammen, würde ich dann denken, boah, der Jun hat gesagt, GmbH ist ja bestimmt auch dafür die beste, ne? Kann ich mir Geschäftsführergehalt zahlen und Ausschüttung hier und so weiter? Ja. Würdest du sagen, jo, oder würdest du sagen, nee, bei dem Beruf nicht? Es kommt aber drauf an. Also Einzelunternehmen ist das eine, wenn ich es alleine mache, wenn ich es zu zweit oder zu dritt mache, in der Regel GbR. Und dann kann ich ein MVZ drauf machen, medizinisches Versorgungszentrum. Macht dann Sinn, wenn die drei oder die zwei sich einig sind und nicht alles zum Leben brauchen. Weil wenn einer jetzt 200.000 Euro Gewinn macht und er braucht die 200.000 brutto, also 100.000 netto zum Leben, dann muss er das Geld rausholen. Ob aus der GbR, Einzelunternehmung, aus der GmbH, aus dem MVZ, das bringt ja nichts. Eine GmbH ist ja dann attraktiv, wenn du die Gewinne da drin lässt. Ja. Wenn du ihn in der GmbH drin lässt und dann nur mit 30% besteuert und dann reinvestierst. Also es gibt Ärzte, die rufen bei uns an, die machen 5 Millionen Gewinn. Die sollen mich auch mal anrufen. Was machen die? Radiologischen Zentren oder so? Ich will das nicht sagen, aber die machen 5 Millionen Gewinn, dann frage ich die, was brauchen sie zum Leben? Dann sagt er 500.000, das ist eigentlich viel Geld, aber in ihrem Verhältnis ist es wenig. Mit 4,5 Millionen packen wir jetzt machen wir ein MVZ draus und wir steuern die nur mit 30%. Und der ist alleine, für den macht das Sinn. Ne? Wenn wir aber das mit drei Leuten zusammen machen, hat vielleicht jeder andere Intentionen. Dann sagt der eine, mit meinem Drittel möchte ich ein Haus kaufen, der andere sagt ein Porsche, der andere sagt eine Finca auf Mallorca. Und dann ist das in einem gemeinsamen MVZ wiederum blöd, wenn da jeder so seine Spardose hat. Das ist dann unsexy. Da wären MVZ jetzt keine Spar. Also würde als Spardose nicht viel Sinn machen, weil die sich nicht einig sind. Hat das MVZ, was du gerade besprochen hast, hat es denn auch eine Holding? Das prüfen wir gerade mit verschiedenen Ärztekammern, weil der Gedanke ist, kann ein MVZ, also als Holding fungieren und wieder beteiligt sein an einer anderen MVZ GmbH, sodass wenn drei Leute beteiligt sind, hätten gerade alle ihre MVZ Holdings und darunter die operative MVZ und man kann die Gewinne dann steuerfrei in die Holding MVZ ausschütten. Die Antwort kann ich dir Stand heute nicht geben. Mein Mitarbeiter ist dran und prüft es. Sehr cool. Finde ich total spannend, weil auch mein Traum ist ja jetzt nicht, also ich sage jetzt mal, Corona wird ja bald vorbeigehen. Hier meine Impftätigkeiten werden weniger. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt die nächsten Jahre irgendwie sehe, was ich jetzt, weil man hat ja einfach nur 24 Stunden. Ja. Aber mein Traum ist in die Zukunft, wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre in die Zukunft gucke, denke ich, hoffentlich habe ich dann so viel Geld verdient. Ja. Und ich brauche das gar nicht für eine Rolex oder Uhren oder so, sondern mein Traum ist das halt so ein bisschen Unternehmerisches zu gestalten und zum Beispiel ein MVZ zu gründen, was dann, ich sage jetzt mal, diese medizinischen Werte
so macht, wie ich das gerne, also wie ich glaube, dass das gut ist. Und ich hoffe, ich habe genug Liquidität, um die zu kaufen, Ärzte anzustellen, wo ich dann aber auch selber, genauso wie du es machst, by the way, genauso wie du es machst, nicht nur, ich sag jetzt mal, Gesellschafter bin, sondern halt auch mal reingehen kann und Patientenkontakt habe. Ja, genau. Und dann machst du es komplett 100% alleine mit dem MVZ. Genau. Und dann kannst du dein Geld ja in dem MVZ auch bunkern und quasi anders investieren, weil du mir nicht einig werden musst mit zwei anderen, die auch beteiligt sind. Dann kannst du es theoretisch mit einem MVZ machen. Ich finde das nicht ganz so cool, weil dann ist das in der Haftungsmasse drin und jeder kann es im Bundesanzeiger sehr leicht sehen, das Cash. Aber es geht steuerlich, es funktioniert. Dann zahlst du nur 30% Steuern und hast da dein Geld und kannst es dann reinvestieren. Du kannst es dir auch privat als Darlehen geben und privat davon Immobilien kaufen. Weil von 100 bleiben ja 70 übrig. Und die 70 gelten auf privater Ebene wie Eigenkapital. Das ist was, das hast du schon mal erklärt und das habe ich nicht verstanden. Das Video habe ich mir 100-mal angeguckt, weil es war ja irgendein Weg, wie ich an der Steuer vorbeikomme. So. Und ich dachte mir, hey, wie geht das? Man muss dann doch irgendwie dann die Mieteinnahmen versteuern oder so. Und das ist ein Video, das habe ich mir 1000-mal angeguckt. Ich habe es nicht verstanden. Okay, weil alle Leute zahlen ja auf ihre Unternehmensgewinne 30% Steuern. Ja. Und 50% Steuern bleiben nur 50 Euro netto. Und dann haben die 50 Euro oder 50 Millionen oder was auch immer und gehen zur Bank und holen sich 90% Fremdkapital, kaufen damit Vermietungseinheit. Jetzt gehen wir hin, gründen ein MVZ als Mediziner, sehr erfolgreich, zahlen auf Ebene der GmbH, der MVZ GmbH, nur 30% Steuern. Es bleiben 70 übrig. Du kannst die 70 jetzt ausschütten, dann bleiben wieder nur 50 übrig, weil du musst ja Kapitalertragssteuer 25%. Aber ich schütte sie ja nicht aus, sondern... So, jetzt gibst du dir ein Darlehen von dem MVZ GmbH an dich privat. 70 Geldeinheiten, nur 70 Euro und bekommst natürlich jetzt von der Bank auch mehr Fremdkapital oder einen besseren Zinssatz. Die Bank sagt nicht, dass das ja weitere Schulden sind. Aus Sicht der Bank steht die Bank im ersten Rang und wo das ganze andere Geld herkommt, ist der egal. So, und aus Sicht der Bank gilt das wie Eigenkapital und dann bekommst du einen besseren Zinssatz oder mehr Geld von der Bank und kannst mehr Immobilien damit kaufen letztendlich. Und dann zahlst du ganz normal deine Zinsen an die Bank und du zahlst noch Zinsen an deine GmbH. Und diese Zinskosten kannst du auf privater Ebene mit den Mieteinkünften wieder verrechnen, kannst die Erwerbungskosten abziehen, sparst auf privater Ebene wieder knapp 50% und das Geld fließt in die GmbH und da zahlst du nur 30% Steuern. Ah, das ist so toll. Ja. Man fand es ganz einfach, ne? Ja. Ganz einfach. Okay. Ganz spannend. Und die Frage mit der Holding ist wirklich spannend, weil ich jetzt auch eine Holding gegründet habe. Ja. Und ich würde dann natürlich auch, genauso wie du es machst, mit der Holding mich gerne am MVZ beteiligen. Ja. Ob die das darf und mit Ärztekammer, keine Ahnung. Das ist wahr, wenn muss die Holding wahrscheinlich wieder MVZ, also eine Zulassung haben und bei der Ärztekammer. Die Holding auch? Ja, da sind wir gerade dran. Ja, okay. Ja, gut. Dann seid aber dran und find das mal raus. Okay, vielleicht kann ich das noch kurzfristig nachreichen. Ja, okay, sehr gut. Finde ich total spannend. Ja, sehr schön. Ja, weil da haben wir gerade einige Fälle auf dem Tisch. Einige? Ja, drei parallel. Wie schade. Ja, wenn kommen sie alle auf einmal. Aber ist auch gut. Ja, gut. Ich denke, wir raten sehr gerne Ärzte. Ja, okay, sehr schön. Ja. Wir haben jetzt ja ganz viel gelabert über meine Steuerexperimente und wie toll ich das finde. Aber jetzt dieser klassische Weg. Ich sage jetzt, hey, ich mache Facharzt 6 Jahre und ich will jetzt einfach Hausarzt werden. Da muss man ja einen Sitz kaufen und Ärzte haben überhaupt keinen Bock, sich mit Steuern zu beschäftigen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Was muss man denn jetzt alles als Arzt beachten? Ja, bezüglich Buchhaltung, müssen auch Personal und diese ganze Kacke als Einzelunternehmer, die sind ja auch Unternehmer. Das verstehen Ärzte gar nicht, weil die sagen ja, wir wollen irgendwie nur Medizin machen. Ja. Aber es muss sich ja rechnen. Ja, du gehst hin, suchst dir einen Steuerberater, kannst dir einen suchen, der direkt um die Ecke ist. Das heißt aber nicht, dass der Beste ist für dich. Such dir lieber einen, der weiter weg ist, heutzutage digital. Also wir beraten bundesweit zum Beispiel. Also hol dir jemanden, der zu dir passt, auch menschlich, auf den du Bock hast, mit dem du gerne redest. Und der wird für dich dem Finanzamt eine Information geben und wird sagen, hör mal, ich habe hier einen neuen Mandanten, der Steuerberater Mustermann, der Arzt Mustermann ist jetzt hier selbstständig als Mediziner. Dann wird das Finanzamt fragen, wie viel Gewinn macht der denn? Und damit die Vorauszahlung festsetzen können. Und da sagen die Ärzte natürlich, also ganz niedrig, erstes Jahr nur 10.000 Euro Gewinn, das ganze Jahr, also 3.000 Euro Vorauszahlung, mehr nicht. Okay, dann, wenn das wirklich so gemacht wird, dann wird das Finanzamt 3.000 durch 4 fürs Quartal irgendwie 750 Euro pro Quartal an Vorauszahlung haben im ersten Jahr, im nächsten Jahr auch. Und dann gibst du die Steuererklärung fürs erste Jahr, Ende des zweiten Jahres ab und stellst fest, es waren keine 10.000 Gewinn, sondern 100.000. Und die Steuer ist dann 40. Und das ist dann doch die Geschichte, wo man im dritten Jahr dann so gebumst wird, weil als Ermessungsgrundlage wird dann irgendwie das zweite oder erste Jahr gemacht. Sehr gut. Ja, ne, dann sagt das Finanzamt, du musst 40.000 fürs erste zahlen, im zweiten hast du wahrscheinlich auch 40 verdient und im dritten wollen wir auch 40 Vorauszahlungen haben. Reden wir über 120.000 Euro. Okay. Und dann fängt es an, Luft eng zu werden. Das heißt, schätze es am Anfang realistisch, wenn du merkst, es wird doch noch mehr, informiere das Finanzamt, damit die sofort anpassen können. Oder
hinterlegt das bei einem Bankkonto in richtiger Höhe, ja, 40% beiseite zu legen, auf 50%. Und der Arzt hat einen Vorteil, der muss in der Regel keine Umsatzsteuer abrechnen, weil es ja Heilberufe sind. Und das heißt, wenn du keine Umsatzsteuer machen musst, musst du auch nicht jeden Monat unbedingt eine Buchhaltung machen, weil du keine Frist hast, jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt zu schicken. Das ist eine Erleichterung. In der Regel werden Ärzte dann trotzdem beim Steuerberater monatlich erfasst. Man macht monatlich die Buchhaltung, gibt dem Arzt eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, damit man sieht, wie viel Gewinn, wie viel Umsatz, wo geht's hin. Und das macht man dann Monat für Monat. Und wenn das Jahr rum ist, macht man den Jahresabschluss, also eine Einnahmenüberschussrechnung. Das ist gar keine richtige Bilanz, das ist keine doppelte Buchhaltung, sondern nur eine einfache Buchhaltung, nennt sich Einnahmenüberschussrechnung. Okay. Ja, EÜR. Macht der Steuerberater dann alle Einnahmen minus alle Ausgaben, gibt gleich den Gewinn. Ich habe den Unterschied tatsächlich noch nie verstanden zwischen der Bilanz und der Einnahmenüberschussrechnung. Aber musst du gar nicht erklären. Ich mach dir ein Medizinerbeispiel. Wenn ich zu den Erstsemestern komme, die BWL studieren und auf Steuern keinen Bock haben und ich muss denen die doppelte Buchhaltung erklären. Ganz einfach. Wir gehen nach Köln saufen. Geiles Beispiel. Wann? Morgen. Wir kommen übermorgen hackevoll zurück. Ich rufe dich an oder frage dich morgens am Frühstückstisch, hör mal Felix, was hast denn du ausgegeben? Dann sagst du, keine Ahnung, Christoph, ich kann mich null erinnern. Was hast du versucht? Du hast versucht, alle Einnahmen im Kopf minus alle Ausgaben. Mhm. Einnahmen waren null, das war einmal am Kontoauszug, am Geldautomat. Und dann die Ausgaben kannst du nicht erinnern. Das ist ein Weg, deinen Gewinn zu ermitteln. Okay, was sag ich? Oh, ich bin mit 100 Euro aus der Tür raus, bin mit 10 Euro wiedergekommen. Habe ich 90 Euro ausgegeben. So. Das ist der zweite Weg. Ach so. Und würdest du dich jetzt an alles erinnern können, dann müssten wir beide auf 90 Euro bei der gleichen Person auf 90 Euro Verlust kommen. Ja? Das ist doppelte Buchhaltung. Es gibt den einen Weg, alle Einnahmen minus alle Ausgaben. Das nennt sich auch Gewinn-Verlust-Rechnung. Und Einnahmen das andere ist die Bilanz. Ich fange mit meinem Anfangsvermögen an und ende mit meinem Endvermögen. Also ich muss halt zwei Bilanzen aufstellen. Okay. Was mein Anfangsvermögen will. Das ist doppelte Buchhaltung. Aber roundabout ist das das gleiche Ergebnis. Das sind in beiden Fällen 90 Euro. Richtig. Gut. Du kannst aber diese Einnahmen minus Ausgaben viel leichter machen als Mediziner. Der Unternehmer muss beides sehr kompliziert machen. Okay. Und auch wenn ich schon mal eine Rechnung geschrieben habe, muss ich die in der Doppelbuchhaltung erfassen, in beiden Tabellen. Und du kannst die eine Tabelle nehmen, die Gewinn- und Verlustrechnung, und kannst davon noch eine abgespeckte Version machen, die Einnahmenüberschussrechnung, wo du sagst, ach komm, ob ich eine Rechnung geschrieben habe oder ob ich da jetzt einen Patienten bedient habe oder so, brauche ich nicht. Ich gucke einfach auf mein Konto, ist Geld eingegangen und erfasse das dann. Nochmal eine Erleichterung. Ja, hast du super erklärt, weil alle BWLer sagen, boah, Bilanz, ich kann eine Bilanz lesen und das ist irgendwie das Komplizierteste von der Welt, aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, gut. So sieht's aus. Okay, gut. Okay. Ich habe noch einen Punkt, der total wichtig ist, ich glaube gar nicht so steuerlich, aber Ärzte haben noch ein gewaltiges Problem, wenn die sich selbstständig machen, und zwar die Budgetierung von sowas wie Krankengymnastik und so weiter. Ja. Also ich glaube, es hat sich jetzt auch irgendwie geändert, aber ich rede jetzt über das, was gekommen ist. Wenn du jetzt zu mir kommst und ich bin jetzt Orthopäde oder ich bin jetzt Hausarzt und du hast Rückenschmerzen, dann sagt dir deine Krankenkasse, ja klar, wir bezahlen die Physiotherapie für dich. Ja. Ja. Und vielleicht kennt das der ein oder andere, dass man schon mal beim Arzt war, wollte das, und der Arzt hat dann gesagt, ich gebe dir das nicht. Ja. So. Und das liegt daran, dass der Arzt budgetiert ist auf ein bestimmtes Kontingent an zum Beispiel Krankengymnastik. Ja. Ja. Und wenn der da drüber ist, das ist das Perverse, muss der das selbst zahlen. Ja. Und das verstehen Patienten einfach nicht. Und in dem Moment, wo sie krank sind, dann wollen die das auch gar nicht verstehen. Ist denen scheißegal. Ja. Aber also als Beispiel, ich gebe mein Auto jetzt in die Werkstatt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch passieren, weil über 200.000 Kilometer war ja eigentlich. Ich gebe ihn in die Werkstatt, und es kostet nicht 1.000 Euro, sondern irgendwie 2.000 Euro. Und dann sage ich dem Mechaniker, ja, bezahl das doch. Ja. Und ich denke mir, hä, ist doch dein Auto. Ja, ich kann doch nicht als Arzt die Krankengymnastik für die Patienten auch noch bezahlen. Ja. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ja. Für die Beratungsleistung und so weiter kriege ich ja eher Geld. Mhm. Vielleicht sogar einen kleinen Provisionsansatz, wenn ich sage, hey, ich möchte, dass du gesund wirst, gehst da und dahin. Das versteht der Patient aber nicht, weil der will ja einfach nur Krankengymnastik und nicht zahlen. Ja. Und das ist dieses perverse System, was Ärzte ultra aufregt, weil der Patient will das nicht verstehen. Ja. Ja. Und der Arzt will eigentlich damit ja gar nichts zu tun haben, sondern der will einfach sagen, ja, geht doch alle zur Krankengymnastik und macht das doch alles. Ja. Und das machen auch manche Ärzte, sind dann aber halt 2 Jahre danach pleite. Ja. Ja, weil dann kommt halt, und der Regress, der kommt halt genauso wie diese Steuerprüfung, der kommt ja nicht einen Monat später, sondern irgendwie 3 Jahre später. Ja. Und deswegen ist das so wichtig für Ärzte, sich halt auch mit wirtschaftlichen Dingen zu beschäftigen, weil letztendlich bist du ja nur ein guter Arzt, wenn Praxis und so weiter auch liquide läuft. Ja. Du kannst ja niemanden heilen, wenn du kein Cash hast, weil dann kannst du deine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, kannst deine Miete nicht mehr bezahlen, kannst deine Geräte nicht mehr bezahlen und musst die Praxis dicht machen. Ja. Ja, das ist ein viel komplizierteres System als
man denkt. Ja. Und der einzige Trost, den ich da noch geben kann, ist, dass du natürlich diese Ausgaben als Betriebsausgaben steuerlich abziehen kannst. Mehr Trost kann ich an dieser Stelle nicht geben. Ja, absolut. Jetzt eine Frage, die bedingt damit zu tun hat. Ich wurde geblitzt. Ja. Ja. Tat auch nicht so weh, war 15 Euro. Ich glaube, das ist jetzt der günstigste Satz. Ja. Jetzt wurde ich aber geblitzt, als ich zum Impfzentrum gefahren bin. Und jetzt denke ich natürlich, dass das selbstverständlich die Fahrtkosten betrieblicher Natur sind. Jetzt denke ich mir, jetzt muss ich die doch irgendwie zurückkriegen. Oder? Weil's ja, also ich wüsste, wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann zählt ja das irgendwie die Unfallversicherung und man kriegt dann im Krankenhaus irgendwie Privatbehandlung und man kriegt Kuchen, dass man auch Diabetes kriegt und noch mehr zahlen muss und so weiter. Das ist ganz lustig. Privatpatienten kriegen halt einfach mehr Süßigkeiten als auch Süßigkeiten, kriegen immer so Dessert noch dabei. Und jetzt frage ich mich natürlich, ey, okay, wenn ich jetzt einen Unfall, also wenn ich jetzt geblitzt werde, wäre es dann nicht auch steuerlich absetzbar? Ja. Hast du schon mal im Gesetz das nachgelesen in deinem Leben? Nee. Okay, lies mal Paragraph 4, Absatz 5, Nummer 8 vor. Du musst die Nummer 8 vorher lesen. Du musst dann hier vorne einmal den Absatz 5 vorlesen. Die folgenden. Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern. Und dann die Nummer 8. Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwahren. Das ist ja blöd. Ja, hast gemerkt. Kannst du wahrscheinlich nicht abziehen. Ja. Und jetzt gibt es bei hier eine Regelung, dass wenn du das machst, in unmittelbarem Zusammenhang, um mehr Gewinn zu machen. Also ich muss schneller da, das ist ein gutes Beispiel, denn ich werde zeitlich bezahlt. Das bedeutet, ich muss mich ja einchecken. Das bedeutet, wenn ich früher komme, mache ich ja mehr Gewinn, also müsste ich der Steuer, oder? Ja. Das Abzugsverbot gilt für Geldbußen nicht, soweit der wirtschaftliche Vorteil, der durch diese Geldbuße erlangt wurde, abgeschöpft worden ist. Also wenn du sagst, ich bin jetzt eine Stunde schneller gefahren, bin eine Stunde vorher da, bekomme eine Stunde mehr bezahlt und kann davon meine 10, 15 Euro Knöllchen zahlen. Wenn du das belegt bekommst, dann kannst du 15 Euro doch abziehen. Sag mal jetzt ohne, ich liebe ja Steuern und ich würde sie wirklich gerne machen, aber einfach aus Spaß. Ja. Wie viel Ärger hätte ich denn, wenn ich diesen Weg wirklich beschreite und sage, ey komm, es waren für mich halt diese Ausgaben laut Absatz 5, Paragraph 8. Könnte ich das mal machen, einfach so aus Spaß? Könnte ich das machen, genauso wie du es gesagt hast, also diese 15 Euro, also das jetzt wirklich mache. Ja, oder sagst du, das ist so viel Arbeit, Felix, und dann kommt die Steuerprüfung und so weiter. Nee, also die 15 Euro, aber das könntest du ansetzen. Ich würde dann noch so einen Begleitbrief dabei packen, damit dir nachher keiner sagt, du hast hier illegal 15 Euro abgesetzt. Liebes Finanzamt, in der Steuererklärung, haben sie sich gerade elektronisch übermittelt, habe ich 15 Euro bewusst abgezogen, weil ich der Meinung bin, das hängt im wirtschaftlichen unmittelbaren Zusammenhang mit Vorteilen zusammen, aus dem Grund. Ja? Und dann mal gucken, was passiert. Ich glaube, 15 Euro interessiert beim Finanzamt auch keinen. Okay, spannend. Gut. So sieht's aus. Cool, Felix. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, okay. Alles klar, super. Wir können verweisen auf deinen TikTok- und Instagram-Account, den wir unten verlinken werden. Vielen Dank, dass du hier in Köln warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Super, cool.